Moin Moin, was geht ab? Es wird wieder Zeit, Freunde. Nach langem reagieren wir wieder auf ein Tinder-Video, ja? Und zwar vom lieben Pumping Monkey auf das Video Oberhausen schockiert zum zweiten Mal fast alle Mädels zensiert. Ja, ist ja nichts Neues, ne? Dass sich die kleinen Kiddies vor die Kamera stellen, am Ende es bereuen und dann zensiert werden möchten. Also, let's go. Fangen wir an? Ready? Yes! So, wo sind wir? In Oberhausen, nicht Bochum, gell? So, auf Krampf versuchen wir jetzt wieder einen Tinder rauszuholen. Tinder-Aufstellung. Es ist kalt. Wir checken einmal unsere Ladies ab. Bitte Applaus. Boah, Bruder, was ist das denn? Was ist das denn? Boah. Ey, mach mal ein bisschen. Boah, Eskimo hier. Ich hoffe, eine wurde nicht richtig zensiert, dann lache ich mir weg, Digga. Schreibt mal an, wo seid ihr alle? Hey! Die letzte. Die Jungs, Applaus. Boah, De La Rue TV ist am Start. Oh, oh. Okay, let's go. Okay. Ich glaube, ich habe noch nie einen Mann gesehen, der bei einem Tinder-Video zensiert worden ist. Der nur Frauen. So, ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art, ne? Wir fangen bei den Ladies an, Ladies first. So. Ich bin mir als erstes. Ich bin mir. Schokolade. Was ist dein Problem? Nichts. Warum willst du nicht als erstes? Weil ich nicht als erstes will. Aber du bist Ladies first. Ja, okay. Fahne ist da. Okay, stell dich mal vor. Ja, wie soll ich mich vorstellen? Fahne ist da. Oh, nee, Digga, wie ich sowas hasse. Ich könnte niemals mit einem Gegenüber von mir, also niemals mit ihm mich unterhalten, wenn er eine Fahne hätte, Digga. Ich hasse sowas richtig. Wie du dich vorstellen sollst? Ja. Mein Name ist Philipp und so und so. Ja, ich heiße Dina. Ich komme aus Oberhausen und fertig. Okay. Weißt du, was deine Aufgabe heute ist? Nein. Nein? Nein. Den Typ mir von oben bis unten abchecken. Okay. Check ihn mal ab. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Würde ich nicht. Was? Nein, würde ich nicht. Warum nicht? Ja, weil er nicht mein Typ ist. Nicht dein Typ? Ja. Ja, der ist nicht mein Typ einfach. Was gefällt dir nicht an ihm? Da bist du schon, ja. Der ist nicht mein Typ, Digga. Was stört dich an diesem Typen mit diesem Papa Lacoste Mütze? Der ist einfach Moncler-Jacke. Ich hab einen anderen Typ, der ist nicht mein okay, Typ. Okay, was ist denn dein Typ? Ja, Locken. Erzähl doch der Typ, Alter. Mein Gott. Ich kann's nicht mehr hören, Alter. Ich geh gleich kacken. Okay, wir hören uns die Meinung von drüben an, komm. So, Gigo, stell dich vor. Ich bin Alvin, komm aus Essen. Okay, und bin 14. Alvin, check sie mal ab von oben bis unten. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Bruder, was soll ich sagen? Abtönen, ja? Bruder, warte mal, erstmal. Bruder, die Mädchen, die rauchen. Walla, ich krieg einen Dachschaden. Walla, wir. Hör zu, Bruder, gerade, wir sind gerade gelaufen durch Oberhausen. Bruder, Bruder, was geht bei dir ab? Bruder, die raucht Alkohol und 15. Die raucht Alkohol. Allah, Skandal. Bruder. Rauchst du Alkohol? Ja, auf jeden Fall, ich rauch Alkohol, du armer Walla Billa. Halt deine Pfeife, Junge. Ara! Du bist so frisch, Alter. Du armer Junge, red mal richtig. Ja, Pech. 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 Ja, warte, Zigaretten rauchen und ja, mach ich. Mach ich. Ja, Alter, wie redest du? Wie redest du? Komm, wie du aussiehst. Was? Ich hab mal eine Frage. Geh mal hin, Alter. Hey. Schau, scharf, komm mal kurz her, bitte. Was? Schau, das scharf, komm mal her. Ich hab mal eine Frage. Bist du mit dir selbst unzufrieden? Oder warum trägst du Schutzmaske und? Ja, hä, weil ich muss. Du armer Junge, red gar nicht. Voll einfach ihr Lieblings, du armer Junge. Was bist du jetzt, Alter? Was mit dem los? Ich muss raus. No go, nein. Nein. Wir gehen ein zweiter. Stell dich mal vor. Scheiße, Danja und bin 17 Jahre alt. Danja, woher kommst du denn? Hier aus Oberhausen. Okay. Wo ist der Gigo? Check ihn mal ab von oben bis hin. Wow, der ist aber groß. I've been really trying, baby. Oh, das ist einfach nur 30 Uhr. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein. Nein, würde ich nicht, aber es scheint korrekt zu sein. Warum würdest du nicht? Ich stehe auf Jungs mit langen Haaren. Und der ist mir ein bisschen zu breit. Ich hab's ab...
Der ist mir zu breit. Hör mal, zu breit gibt's doch gar nicht. War nett gesagt. Ey, du bist zu breit. Ist doch ein Pluspunkt. Nein, ich stehe nicht so auf solche. Echt? Nein. Ich gehe. Zu viel? Bei ihm oder bei ihm? Was meinst du mit langen Haare, so Rock'n'Roll? Ja, so, nein, so lange Haare nach hinten geleckt und so. Nach hinten geleckt? Ja. So wie ihm, Tias? Zum Glück habe ich keine langen Haare. Du billige Hose. Okay, korrekt gemacht. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Bruder, ich bin Younes, ich bin Iraker und ich komme aus Essen, ja. Okay, Younes, check sie mal ab von oben bis unten. Hermine Granger? I've been really trying, baby. Man muss aber sagen, Zensierkünste werden immer besser, ne? Younes, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Bruder, ich sag dir ehrlich, die sieht aus wie eine verpeilte Asiatin, die zu lange im Solarium war, ja? Soll ich mal Fitness anmelden? Ich glaube, du sollst mal ein bisschen abnehmen gehen, Alter. Geh mal, ich glaube, du musst Fitness gehen. Soll ich abnehmen? Ha, die ist geil, die Kleine. Du musst ein bisschen abnehmen. Zu Berge, geh mal wieder zurück. Ja, meine Fresse, geh mal abnehmen. Alter, die sieben Zwerge stehen hier vor mir, ja? Was ist das? Ja, ich, ja, lieber bin ich klein, jetzt hätte ich einen großen. Ihr wollt doch kleine Weiber, oder? Ja, da hat sie herausgehauen. Ihr wollt doch immer kleine Weiber und keine großen, ja. Das stimmt. Ihr geht so Larium, weil ihr braun sein wollt wie wir. Bock 1 bitte, einmal Bock 1. Also, man muss eigentlich nicht viel sagen, aber du nimmst Schokopudding als Lippenstift, ja? Ja, lieber kann ich mich schminken, als wenn ich... Rasier erstmal dein Bart ab, Alter. Pfleg dich erstmal. Ach so, stimmt. Lieber kann ich mich schminken, als rasier erstmal dein Bart ab. Geh mal wieder zurück, sorry. Geh mal wieder zurück von den 7 Zwergen, ja? Geh mal Fitnessstudio, geh mal abnehmen, Alter. Oh, meintest du nicht eben, er ist breit? Der Weltstein aus 2020, Alter. Ja. Ist doch ein Jahr alt. Ja, ist doch egal, oder 2019. Es reicht. Gar nicht mein Typ. Wir gehen mal ins Weide. Kommen Sie bitte mit. Ja, Mann. Was hat er gesagt? Die was? Jetzt haben wir hier die nächste. Stellst du dich vor? Ich heiße Amina, bin 19 aus Amina, Jeffdad, okay. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Ja. Check ihn mal ab von oben bis unten. Boah, die ist auf jeden Fall richtig Stoney Mahoney, Alter. Finn. I've been really trying, baby. So, Amina, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Der ist nicht hässlich, aber nicht mein Typ. Okay, was sind deine Typen so? Breite Hose. Breite Hose? Haare. Was gefällt dir nicht an ihm, dass er so dünn ist? Krass, Digga, wir einfach alle mit der Maske rumlaufen, ja? Nein. Ja, weil du meintest breit. Also nein. Nein. Okay, ist okay. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Gerettet. So. Pass dann auf. Stell dich mal vor, Peter. Ich bin Arfa, ich bin 24, ich bin aus Frankfurt. Arfa. Ja. Check mal Amina von oben bis unten ab. So, Arfa, jetzt sag uns, würdest du Amina daten? Ja, nein, ich würde sie nicht daten, weil ich war ja ganz kurz, war ja so eine große Runde, sind ja alle zusammen gelaufen und dann bin ich ja neben mir gelaufen und ich habe dann so leichte Tränen bekommen, bis ich dann gemerkt habe, dass sie unter ihren Achseln nach Zwiebeln, übertrieben nach Zwiebeln. Ich glaube, da hast du dich selber gerochen. Guck mal, du hast ja gesagt, du stehst auf Typen mit so breiten Hosen, da, da, da. Ich glaube, du stehst auf Leute da, wo damals noch Agro Berlin in war, Alter. Aber ey, du machst... Frisch auf, krass, krass. Gerade warst du noch richtig netten. Meintest du, ich soll dich massieren und sowieso... Abo! Vor dem Video noch, soll ich massieren? So, jetzt noch einmal so. Chodaface. Jetzt bist du mundtot. Also mundtot würde ich jetzt nicht behaupten. Na, gesprittert, ich guck mal, wie du aussiehst, wie mein linker Zeh, was? Ah, Bo! Was hast du gesagt? Dein Hund, seine Schulter massiert. Ich hab... Leck halt deine da hinten. Geh mal abnehmen. Komm mal, was meine Augenbrauen? Leck meinen Schuh. Haare fett. Leck meinen Schuh, Mutter. Ey, diese Frauen aus dem Ruhrpott, ne? Digga, als Bacon, Alo, labert hier irgendwas und Bretter. Für wen hältst du dich? Alo, für wen hältst du dich hier? Was du Bretter? Für wen hältst du dich? Andere haben fettige Haare, sie hat Bacon in den Haaren, Alo. Was bist du frech? Was bist du frech? Was bist du frech? Du auch deine Maske nur bis zu deinen Lippen, Oberlippe trägst, weil du noch Essensreste zwischen den Zähnen hast. Ich meine Mutter, nein, was bist du frech? Ja, ich bin frech. Und hast du ein Problem damit, oder was? Mach sie bei Tinder mit, auf Hoffnung, dass du hier deine große Liebe findest, Alo. Okay. Okay. Komm mal mit diesen Nägeln in meinen Nacken und red nicht so viel, Alter. Egal, ich red nicht, aber du bist nicht mein Typ, einfach nein. Und meine Augenbrauen,
Junge, ihr seid alle diese. Junge, ihr seid alle Kinder. Tschüss, tschüss. Ja, diese ganzen Kinder würden dir alle einen Korb geben und dich bei Azar weiter swipen, Mann. Hey. Mundtot, hä? Schwester, Mundtot, hä? Warte, bevor wir hier weitermachen, warte, du hast ganz kurz kein Rederecht mehr. Ich brauche ganz kurz meinen Joker. Komm mal kurz her. Bruder, sie hat ja vorhin gesagt, sie hat mich mundtot gemacht, gell? Hm. Sorg mal dafür, Bruder, dass sie mundtot ist, bitte. Dass sie mundtot ist? Ja, mach mal einfach jetzt, bitte, ja? Gib ihm Bier! Warte mal, warum machst du das nicht, sondern der für dich? Ewa! Ewa! Ey, Navi! Ewa! Ey, check! Mein Leben ist nicht beschissen, ich rauche Trobbe Mütze. Bleib ein Piskopat und du lachst immer noch über Mutterwitze. Halt deine F***e, du bist ein dreckiger. Ich mache Patte, du bleibst eine kleine Nacht. Rap. Über das schnelle Geld, ja, komm ich die Welt. Weil dieser Art der Schmarrn bei Mercedes lenkt. Gib deine Schwester zum Geburtstag mir ihr Arsch geschenkt. Bleib ein Ghetto-Junge und ich mache, was mir gefällt. Deine Mutter lag, wir kommen nicht runter in den Unmengentaschen, weil wir lila 500, wir sind Feinde, doch deine Schwester sie will. Breite Hose klatsch ich auf meine Flex-Fit-Cap. Wir fliegen auch, doch wir fallen nicht tief. Kickfäuste fliegen, deine Nase wird schief. Deine Freundin schickt Hamza schon wieder ein Liebesbrief. Ich zitiere, da drinnen steht, mich tief. Ey, wa, Baby, bin ich so treu. Ich mache, bin ich neu. Deine Pelle will mit dir Rex, ich benutze Billy Boy. Wa, Baby, bin ich so treu. Ich mache, bin ich neu. Die Bitch will mit Rex und ich geb sie mit Billy Boy. Shit! Das passt nicht, der hat nichts in der Hose. Lass uns mal weitermachen. Salami im Kühlschrank. Ganz ruhig. Ey, Bego kommt mit Wohnwagen. Okay, die nächste. Stell dich mal vor. Scheiße. Und bin 17 Jahre alt. Nancy, woher? Ich komme aus Mülheim. Das ist so lustig. Nächste, stell dich mal vor. Scheiße. Ich heiße, wird gepiept. Ich bin 17 Jahre alt. Nancy. Nancy. Ich komme aus Mülheim. Mülheim? Okay, check mal deine Rü TV einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Sag uns, würdest du einfach Essener Style, Digga. Du ihn daten, ja, nein, begründet. Nein. Nein? Warum nicht? Er ist einfach nicht mein Fall. Nicht dein Fall? Nee. Auf was stehst du? Auf große Typen. Große Typen? Ja, und dieser lange Haare. Also nein. No. Korrekt gemacht. De La Rue TV. Kennst du Sammy? Ja, klar. Du siehst aus wie Sammy. Sag mal Sammy was. Grüß mir Sammy, hab ich schon größer als Sammy. Okay, Sammy. Check mein Handy von oben bis unten ab. So, jetzt sag uns, De La Rue. Hä? Was ist für eine Schuhgröße, Digga? Sehe ich gerade nicht gerade richtig oder hat die Schuhgröße 32, Digga? So, jetzt sag uns, De La Rue TV. Würdest du Nancy daten? Ja, nein, begründet. Nein, Bruder, ich stehe nicht so auf. Die ist nicht gar nicht mein Typ, die ist so viel zu viel. Für mich. Hey, ja, gut, aber es gibt ja Männer, die stehen ein bisschen. Ja, Bruder, aber kann, guck die mal bitte, wie die aussieht. Aber eine Sache muss ich zwischendurch sagen. Es gibt. Einfach auf Krampf schießen, Digga. Es gibt nur schöne Menschen auf dieser Welt. Merkt euch das. Grüße gehen raus am Monte. Guck mal, guck die mal und guck mich mal an. Ja, ich kann mir. Aber Essen leisten, so. Okay, also. Die Stimmung ist hier sehr im Keller. Also, was sind so deine Geschmack, Mädels? Bruder, ich stehe so auf Latino so ein bisschen. Aber vielleicht hat sie ein wunderschönes Charakter. Die sieht korrekt aus, aber die ist gar nicht mein Typ, weil die ist zu viel. Also ich werde jetzt ihr Joker, weil die kommt voll korrekt rüber. Alter. Okay, du würdest ihn auf jeden Fall staten, oder? Wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Auf jeden Fall, sie wollte sagen, die liebe Nancy, er sieht aus wie Sammy Delarue, aber mit Down-Syndrom auf jeden Fall. Ein Applaus für sie, guck mal. Doch, ey, einmal Applaus für sie, Walla, komm. Cool. Also ich sag mal so, von mir hätte sie auf jeden Fall ein Ja bekommen. Von mir hättest du auf jeden Fall ein Ja bekommen. Walla, ja. Von mir aus Prinzip. Ja, von mir auch. Aus Prinzip, von mir kriegst du auch ein Ja. Meine Mutter, wenn ich aus Prinzip. Niemals, Alle. Ey, Walla. Ich küsse dein Herz, Alle. Was? Wahrheit der Sache, Walla, das ist Lüge. Ich liebe dich, Junge. Okay, was, wenn wir sie... Auf meine Mutter, die wollte Hallo nicht sagen zu dir. Aber sie bist korrekt. Dankeschön. Leute. Es gibt keine hässlichen Menschen. Charakter macht einen Menschen hässlich. Merkt euch das. Wie Kassi. Manai, check mal Javi von oben bis unten ab. Hat er gerade Javi gesagt? So, jetzt sag uns, würdest du Javi TV daten? Ja, nein. Ja, also könnte man machen, so, aber es kommt halt wirklich auf den Charakter an. So aussehen, er sieht nicht schlecht aus. Aber müsste ein bisschen größer sein, aber eigentlich...
Bei Javi kann man nicht schnell sagen. Nicht schon. Aber ja, eigentlich schon, ja. Okay, so, stell dich mal vor. Ich bin Hardy, bin aus Herne. Hörst du das oft, dass du aussiehst wie Javi? Ja, sagen sehr viele. Ja. Krass, Digga. Ja, doch krass, Digga. Walla, krass. Ja. Okay, check sie mal ab von oben bis unten. Also du kannst die Maske dann auch einfach ablassen, so. Ich sag, ich nicht in Abkind, kann ich nicht verstehen. I've been really trying, baby. So, jetzt sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Kann man machen, aber ich möchte keinen Kontakt mit Mädchen haben, sag ich ehrlich. Warum? Keinen Kontakt mit Mädchen haben. Warum? Ja, warum machst du das nicht? Ich muss stark bleiben als Junge. Nein, nein, warum? Was ist denn? Ich suche was Ernstes. Du suchst was Ernstes? Ja, 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 vielleicht wird's ja ernst. Was bist du für eine Ernstfrau? Halb Marokkanerin, halb Spanierin. Nein. Weil ich Marokkaner und Spanier schon aufgehört, sag ich ehrlich. Ja? Mit Spanier kann ich nicht. Echt nicht? Welche Marokkaner? Spanier? Hey, ich höre hier gerade voll gerne zu, redet beide. Du Anständigste. Was soll ich dazu sagen? So, bist hübsch, aber du kommst halt aus Herne, so, weißt du, wie ich meine? Du hast Herne gesagt, ne? Du kommst doch aus Herne, oder? Aus Herne. Ja, aber das ist viel zu weit weg und so. Und Oberhausen. Klar ist das weit weg. So. Das ist 15 Zentimeter. 15 Zentimeter. Ja. Ich alle 6 Zentimeter. 15 Zentimeter. Du bist hübsch, aber du suchst ja was Ernstes, so deswegen, nee. Du nicht? So, doch. Kurz entlarvt, Digga. Aber ich schreibe schon mal. Du bist Libanese? Ja. Großfamilie? Nein, ja, Teilfamilie, ja. Ja? Die Anständigsten in der Reihe, feiere ich. Applaus. Applaus, Alter. Okay, das war's mit dem Tinder. Fuck. Alles klar, das war's mit dem Video, Digga. Ja, krass, okay. Einfach mein Doppelgänger gefunden. In dem Sinne, das war's. Ich bin Libanese! Wir sehen uns, haut rein, ciao, ciao.